Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer Talkshow Folg dem Führer. Am heutigen Abend sprechen wir über die Bedingungen für die Literatur unter der Herrschaft der Nationalsozialisten, die jetzt zum Glück vorbei ist. Heute darf ich Ihnen ganz besondere Gäste vorstellen. Bertolt Brecht, stolzer Vertreter der Exilliteratur, flüchtete ins Ausland, um dort geschützt vor dem NS-Regime Widerstand zu leisten. Frank Thies, Anhänger der inneren Emigration, lehnte die Ideologie der Nationalsozialisten ab, wanderte jedoch nicht aus Deutschland aus. Hans Joost, profaschistischer Autor, dichtete nach eigener Aussage in liebender Verehrung und unwandelbarer Treue für Adolf Hitler. Bertolt Brecht, wie auch die inneren Emigranten, leisteten sie Widerstand gegen das NS-Regime. Warum sind sie aber geflohen? In Deutschland zu bleiben, wäre viel zu gefährlich gewesen. Wegen der Bedrohung der nationalsozialistischen Politik bin ich geflohen, um mich und meine Familie zu schützen. Die Regierung setzte viele grausame Maßnahmen durch, um den Widerstand auszulöschen und ihre Ideologie zu verbreiten. Aber wir, die inneren Emigranten, sind doch auch trotz großer Gefahr geblieben und hatten es dadurch viel schwerer. Wir emigrierten nur mit dem Geist und nicht mit dem Körper und mussten auf illegalem Wege unsere Werke unter einem anderen Namen veröffentlichen. Diese waren zum einen unpolitische Texte, in denen wir uns auf schöne Werte oder die realistische Darstellung des Alltagslebens fokussierten, oder kamouflierte Publikationen, durch die der Leser zwischen den Zeilen auf die Missstände in Deutschland aufmerksam gemacht wurde. Der Morgen ist ein Gedicht von Georg Britting. Es spiegelt die Merkmale der Literatur der inneren Emigration genau wider. Begriffe wie Himmel, Morgen oder Windgemächer sind typisch, da Autoren häufig über unpolitische Themen wie Natur geschrieben haben. Was ebenfalls voll und ganz Teil dieser Werke war, ist subtile Kritik zwischen den Zeilen, die durch Wörter wie Schlag oder Gelächter hervorkommt. Stumm im zweiten Vers drückt zudem aus, was die inneren Emigranten erleiden mussten. Sie schwiegen und wurden unterdrückt. Die unvollendeten Verse zeigen außerdem die Unzufriedenheit der Menschen zu der Zeit, wobei der Hoffnungsgedanke an einen Neuanfang noch nicht ganz aufgegeben wird, da schon der Titel für einen neuen Start steht. Dieses Zitat von Werner Ross fasst noch einmal den Gedanken der inneren Emigration zusammen. Die Autoren wurden geboren, um zu schreiben. Wenn sie sich nicht mehr politisch äußern durften, ohne Konsequenzen zu erfahren, dann fokussieren sie sich also auf unwichtige, häufig natürliche Motive. Ihr hättet es auch viel einfacher haben können, hättet ihr euch der NS-Ideologie angepasst und über den germanischen Menschen als Vorbild, die Volksgemeinschaft und den Heldentod unserer mutigen Soldaten geschrieben. Hätten euch die NS-Führer gefördert. Sie verlangten doch nur, den Inhalt und die Sprache einfach und unkompliziert darzustellen, die Kernaussagen einprägsam und verständlich für die ganze Bevölkerung wiederzugeben. Aber genau das wollten wir nicht. Wir sind gegen die Ideologie von Rassenhass gegenüber Minderheiten, der Verherrlichung des Krieges und dem Auslöschen von Widerständlern. Genau. Die Nationalsozialisten führten viele Handlungen gegen oppositionelle Meinungen und Weltbilder aus. Zum Beispiel gab es die sogenannte Reichsschrifttumskammer, in der nur Schriftsteller mit einem Arierausweis registriert waren. Alle anderen bekamen ein Berufsverbot. Außerdem gab es Verhaftungen antifaschistischer Dichter, Überwachungs- und Terrormaßnahmen oder Bücherverbrennungen unliebsamer Autoren in zahlreichen Universitäten und Bibliotheken ab 1933. So eine Frechheit. Bücher von Sigmund Freud, Kurt Tucholsky, Erich Kästner, Anna Segers, Stefan Zweig. Und von mir und vielen weiteren Autoren wurden zerstört. Ich habe sogar mitbekommen, dass vielen von euch der ganze Besitz, das Geld, Verträge mit Verlagen oder tatsächlich die deutsche Staatsbürgerschaft weggenommen wurde. Unvorstellbar. Aber was wir uns sicherlich alle noch fragen, wohin sind du und andere Exilautoren eigentlich geflohen, Bertolt? Zunächst sind viele in andere europäische Länder wie Österreich, Schweden, die Niederlande und so weiter ausgereist. Aber als sich Hitlers Militär in Europa weiter ausgebreitet hat und Stalin im Osten eine Bedrohung darstellte, flüchteten einige, unter anderem auch ich, in die USA, die zu meiner Unzufriedenheit aber leider ein kapitalistischer Staat ist. Es war für viele sehr schwer, sich einzuleben, weil die Gastfreundlichkeit der anderen Länder sich in Grenzen hielt und man sich von der deutschen Sprache abwenden musste. In Extremfällen kam es dann auch zu Selbstmorden der Exilautoren.
War es leicht, aus dem Ausland Widerstand gegen das in Deutschland herrschende System zu leisten? Nun ja, wir probierten natürlich auch, Illegalschriften nach Deutschland zu überliefern und somit die Bevölkerung zu mobilisieren. Außerdem veranstalteten wir Bücherlesungen, hielten Reden und verfassten Zeitungs- und Rundfunkberichte, um die Judenverfolgung zu verurteilen, vor Faschismus zu warnen und sich mit KZ-Opfern zu solidarisieren. In Deutschland verbotene Verlage und Zeitschriften wie Weltbühne wurden im Ausland neu gegründet. Lob der Dialektik von Bertolt Brecht gilt als Beispielwerk für die Exilliteratur. Dialektik ist die Fähigkeit, den Diskussionspartner in Rede und Gegenrede zu überzeugen. Dadurch, dass diese schon in der Überschrift gelobt wird, wird die Notwendigkeit deutlich, Dinge zu hinterfragen und eine differenzierte Meinung zu entwickeln. Die Exilautoren wollten aus dem Ausland auf Missstände in Deutschland hinweisen und vor dem NS-Regime warnen. Die schwarz unterstrichenen Begriffe weisen daher sehr deutlich auf Resignation, Mutlosigkeit und Kraftlosigkeit der Kriegsbevölkerung hin. Die NS-Ideologie wird hierdurch stark kritisiert. Das Gedicht steigert sich und je länger man liest, desto häufiger fallen rhetorische Fragen sowie deren Antworten. Diese stehen für ausdrucksstarke Appelle und Handlungsaufforderungen gegenüber der Bevölkerung. Ihr sollen die Augen geöffnet werden. Die letzten drei Verse sind ein eindeutig aufforderndes Schlusswort und machen Hoffnung. Sie ermutigen den Leser zu sofortigem Handeln. Sehr interessant. Und welche Textarten haben die Schriftsteller in den letzten Jahren verwendet, um ihre Nachrichten zu verbreiten? Bei uns waren es vor allem Romane, Novellen und Kurzgeschichten. Aber auch die Lyrik war eine wichtige Grundlage für unsere Lieder oder andere Werke. Hier könnt ihr das Gedicht Aber erst Gräber von Ernst Bertram sehen, das die profaschistische Literatur widerspiegelt. Die durch die NS-Ideologie verbreitete Sehnsucht und Notwendigkeit des Krieges zur Rettung des Landes wird deutlich durch die häufige Verwendung des Wortes erst. Das NS-Regime dachte, dass nur der Kampf für die Vollendung Deutschlands sorgen kann. Die Verwendung der vielen negativ konnotierten Wörter stellen zudem die Grausamkeit und Unmenschlichkeit der Nationalsozialisten dar. Die verwendeten Antithesen verstärken ergänzend die Kriegsverherrlichung. Besonders das in dieser Zeit häufig verwendete Wort Volk bezieht sich auf die Propaganda des Regimes, die Menschen durch Einheitsgedanken gehörig zu machen. Außerdem bewirkt das Nennen zuversichtlicher, positiver Begriffe ein Gefühl von Hoffnung in der Bevölkerung und sollte so dessen Vertrauen in die NS-Ideologie bestärken. Auch die Widerständler schrieben hauptsächlich Prosatexte, vordergründig Romane, Reportagen oder Zeitungsartikel. Genau. Klaus und Thomas Mann veröffentlichten zum Beispiel in Amsterdam die Monatszeitschrift Die Sammlung. Was ich aber auch sehr interessant finde, ist, dass das NS-Regime seine fundamentalen Slogans häufig in anderen Werken fand, wie zum Beispiel Volk ohne Raum aus dem gleichnamigen Stück von Hans Grimm, und diese dann für ihre eigenen Zwecke verwendeten. Unglaublich. Leider sind wir jetzt schon am Ende unserer Sendung angekommen. Ich bedanke mich bei Ihnen, den Zuschauern, für das aufmerksame Verfolgen sowie bei meinen Gästen für das gute, ergiebige Gespräch und die ehrlichen Antworten. Denkt immer daran, dass es wichtig ist, zwischen Informationen zu differenzieren und sich seine eigene Meinung zu bilden. Akzeptiert nicht einfach alle Befehle von Autoritäten, sondern hinterfragt diese und werdet euch klar, ob ihr sie mit gutem Gewissen vertreten könnt.